Synchro in 3, 2, 1. Wie kann... Als wenn wir nebeneinander sitzen würden. Kaum Delay. Oder hört sich das eigentlich an wie ein Furz? Podcast 2 Tomate. Herzlich willkommen bei dem 2 Tomate Podcast, dem Podcast, den es vielleicht auch noch nach Artikel 13 geben wird. Oh. Oh. Zwei Tage ist es noch hin, lieber Fischkopf, denn Frau Merkel hat sich mit dem guten Herrn Macron getroffen und heute wird es sehr politisch am Anfang. Und Frau Merkel hat gesagt, ich möchte bitte diesen Upload-Filter total gerne haben. Und der Macron hat gesagt, je ne parle pas français. Oui, de la, ja. De la filter. Und dementsprechend wurde sich jetzt auf eine verschärfte Form des Artikel 13, siehe einem Upload-Filter, siehe einem Filter, der jeden Content, den ihr im Internet hochladet, anscheinend verständigt und darüber wird am Montag im Parlament abgestimmt. Ja, ich habe ja, ich hab ja ein bisschen strebermäßig das Video von Peter geguckt. Grüße gehen raus an Peter. Habe ich noch nicht gesehen, ich habe es gerade geteilt, weil ich weiß, es gut ist. Ich habe gestern das Interview mit Timo Wolken gesehen und auch geteilt bei Herrn Newstime und ich teile nie Videos von der Newstime, aber da hatte der jetzt nicht den größten Redeanteil. Ja, nee, das von Peter ist auch schön übersichtlich. Er sagt einfach das, was wir alle denken. Ich meine, wir haben es ja mitbekommen, vor nicht allzu langer Zeit hieß es ja, oh, die können sich alle nicht einigen, dann wird das jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben oder vielleicht sogar ganz weggenommen jetzt, dieser Upload-Filter. Genau. Hieß es ja. Richtig. Und der Punkt war, Frankreich und Deutschland vor allem konnten sich nicht einigen. Frankreich wollte ohne Ausnahmen alles filtern. Ja. Und Deutschland hat gesagt, aber es sollte vielleicht ein paar Ausnahmen geben, damit man das so ein bisschen realistischer auch umsetzen kann. Und jetzt plötzlich, oh ja, na ja, dann machen wir, also Peter hat es erzählt, wir machen ein paar Ausnahmen, aber die Ausnahmen sind halt so... Für sehr kleine Plattformen dann. Ja, du musst irgendwie, die Website darf nicht älter als 3 Jahre sein. Hm. Es darf nicht so und so viel Umsatz machen und so viel Leute erreichen, aber das gilt so gut wie für keine Plattform. Also wenn du jetzt da draußen eine Website aufmachst... Zum Beispiel peatsmeet.de. Oder so. Ja. Oder Piet Müller oder so. Würde auch schon darunter fallen. Könntest du, nee, dann könntest du noch Sachen hochladen. Jetzt. Sicher? Ja, weil du ja noch so frisch bist und so klein. Ja. Dann ginge das. Aber wenn, das wenn YouTube weg wäre und bei den Pete's Meets eine sehr alte Community, nee, ernst gemeinte Frage, eine sehr, 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 sagen wir mal, durch das Alter bedingte intelligentere Gruppe vielleicht an Leuten, die da zugucken, direkt auf die Webseite wechseln würden, die, glaube ich, bei denen auch höher frequentiert genutzt wird in Deutschland als bei vielen anderen YouTubern, vielleicht noch gronk.de oder so. Du meinst jetzt ja eine eigene Seite. Und das, genau, und das würde dann YouTube weg und dann würde das auf peatsmeet.de oder TV hochgeladen werden, dann würden die ja, glaube ich, genau das gleiche Problem direkt wiederkriegen, weil sie dann eine zu krasse Community erreichen würden, weil sie bestimmt über 100.000 Leute locker damit erreichen könnten. Es war irgendwas mit 5 mit Millionen, ich Zahlen weiß ich jetzt nicht. Zahlen ist ja auch egal. Das, was das einfach bedeutet ist, diese Ausnahmen sind eigentlich Quatsch. Also die Probleme... Das ganze Ding ist Quatsch. Das ist sowieso Quatsch, aber das, also dieses angebliche jetzt sich auf etwas einigen, ist kein auf etwas sich einigen, sondern Deutschland sagt einfach, ja okay. Genau. Und okay. Damit hat auch der Wölken gesagt, ich bin da jetzt nicht form, ich zitiere das jetzt einfach mal, ich weiß jetzt nicht, wie genau das stimmt und ob das jetzt parteipolitisches Gemänkel ist. Die CDU, Frau Merkel, hallo, verstößt damit gegen den Koalitionsvertrag, weil im Koalitionsvertrag steht, und das ist momentan die Regierung, die da ist, weil die Koalition zwischen CDU und SPD, CDU, CSU, SPD, was für fucking Hölle ist das für ein Podcast hier? ich weiß auch nicht. Ja, ficken Pimmel, Schwanz. Aber kurzer Tourette, müssen wir mal kurz einwerfen. Ja. Nee, aber dieser Koalitionsvertrag ist unterschrieben worden von beiden Parteien und darin hat auch der Herr Wölken, sagen wir jetzt mal, ne, der Timo, der ist ja ungefähr ein bisschen älter als wir, hallo, gesagt, steht, dass Deutschland keinem Upload-Filter zustimmt. Und dementsprechend verstoßen sie gerade dagegen. Das wird nicht die einzige Richtlinie sein, bei der man gegen eine Koalitionsrichtlinie, auf die man sich im Vorfeld geeinigt hat, in irgendeiner Form verstößt oder probiert, das zu verargumentieren. Und das war ja auch in der Vergangenheit nicht so. Jetzt betrifft es halt einfach nur alle. Dieser Podcast kommt am Samstag raus. Und jetzt nochmal, um auch hier mit unseren 200 Leuten. Vielleicht noch mal ein paar Tipps und Tricks durchzureichen. Ja, geh mal in die Beschreibung von Peters Video. Von auch dem guten Timo
Wölken. Ihr könnt @Regierungssprecher auf Twitter da mal ein bisschen Druck machen, natürlich euren Abgeordneten einfach mal eine nette E-Mail schreiben. Das wäre wichtig. Allein schon Peter zu sehen, wie er sich die Stirn rumpft, nachdem er 2 Jahre lang einfach dafür das macht. Wir haben auch immer noch die, genau, es gibt unter dem Video, geht mal auf den Kanal, sonst Pete's Meet, da guckt ihr euch mal das Video Wir werden alle verarscht an von Peter. Da ist auch ein Kontaktformular unter www.bundeskanzlerin.de. Oh, jetzt muss ich da über das... Man kann auch nämlich direkt die Kanzlerin anschreiben und sagen, ey! Richtig. Ey! Richtig, und zwar unter... Oh, jetzt muss ich da über die App reingehen. Meine Güte, wir sind vorbereitet. Das kommt, es ist voll der spontane Plädoyer. Wir haben echt nicht darüber geredet gerade, dass wir... dass wir das als Infosequenz... Damit werden. Müssen wir jetzt anfangen, Leute. Da müsst ihr jetzt auch durch, weil sonst vielleicht sind wir auch gar nicht mehr da. Podcast vielleicht so, noch. Naja, aber das Ding ist... Ich meine, die filtern alles und gucken, ob das irgendwie jemand anderem gehört, was wir da jetzt hochladen. Jetzt ist es aber ja nur so, wie Peter auch im Video sagt, wir kennen doch alle diese ganzen Algorithmen aus dem Internet. Es wird trotzdem alles geblockt. Ja. Und dann, oh, ach so, das habt ihr selber gemacht. Ja gut, dann können wir das ja in 3 Wochen hochladen. Dann ist es auch okay. Genau. Und das ist also jetzt unter europarl.europa.eu, also europaparlament.eu, könnt ihr euch auch unter Europa und Europawahlen eure Bundesländer aussuchen. Zum Beispiel, wir sind jetzt gerade in Berlin. Dann kriegt ihr da dann noch die einzelnen Abgeordneten aus Berlin, denen ihr dann persönlich gerne nochmal, scheißegal welche Partei, außer die Ficker von der NPD... AfD, wirklich, NPD ist ja... Ja, den ihr bitte mal einfach schreibt, was das für eine sehr dumme Idee ist. Nicht beleidigen, sondern einfach mal vielleicht bewusst erklären, welche Einschränkungen sowas trifft, damit man bei der Abstimmung am Montag auch nochmal vielleicht ein paar Leute kriegt, die merken, huch, da ist ja so ein... Weil die stimmen, wie der Timo das auch schon mal erklärt hat, an einem Tag für so 600 oder solche Artikel ab. Und da ist jeder nur so zum Nötigsten informiert. Und wenn die zu einer Thematik sehr viel Flut an Mail, an Aufmerksamkeit, einen Gegenspruch kriegen, werden die merken, hey, das ist eine Thematik, wo ich mich A, mit auseinandersetzen muss und B, wo ich sonst höchstwahrscheinlich hier rausfliege, weil alle Leute, die mir gerade da so Druck machen, schon schreiben, ey, das, du bist da auf einem... Holzweg. Auf der anderen Seite, megamäßig geil, wenn wir den Podcast weitermachen können. YouTube, Facebook, Twitch, Instagram und so alles abgeschaltet wird für Deutschland. Weil dann, fick mein Leben, brennt's überall. Ja, und ich glaube nicht, Olli Schulz hat es mal gesagt, dass er meinte, ja, in ein paar Tagen ist das wieder vergessen. Ich glaube, dann brennt's. Aber ordentlich. Besonders, weil dann alle gegen die jetzige Regierung sein werden, weil die einfach, das wirkt wie ein krasses Meinungs-, wie ein Meinungsentzug, weil alle Leute äußern sich heutzutage über Social-Media-Plattformen, egal welche. Ja, total. Und jetzt sind ja auch bald Europawahlen. Also es wird ja auch so schnell durchgeboxt jetzt. Also ich meine, innerhalb von einer Woche plötzlich kommt es wieder aus dem Nichts und wird noch schnell vor der Wahl durchgeprügelt, damit dann erstmal auch nichts passieren kann. Weil wenn erstmal die Wahl ist, okay, dann kann man Leute irgendwie abwählen, aber es ist ja trotzdem jetzt nicht eine diese krass entscheidende Wahl. Wie heißt das, die Abgeordnetenwahl? Ich weiß gar nicht, wie es heißt, muss ich mir ja jetzt gerade outen. Übelst überschwemmt. Und ganz kurz für die Leute, die vielleicht vorher jetzt noch nicht so viel davon gehört haben, warum auch immer. Es geht ja nicht nur darum, dass jetzt Leute wie wir dann unsere Sachen nicht mehr machen können auf YouTube oder Twitch. Oder ihr als Zuhörer, Konsumenten, wie auch immer, Zuschauer, das dann nicht mehr empfangen könnt oder sehen könnt. Es geht ja auch darum, dass ein Algorithmus oder mehrere, vielleicht gibt es ja verschiedene, auf Seiten installiert werden. Und das dann halt... missbraucht werden kann. Also zum Beispiel kann eine Regierung oder eine Firma hingehen und sagen, diesen Algorithmus bitte so und so machen. Und dann werden Sachen geblockt, nur weil sie den Leuten nicht gefallen. Also dann ist es halt viel einfacher, Leute mundtot zu machen, von vornherein, bevor sie Sachen hochladen. Wichtig, und das ist das große Problem. Wichtig hier, vorausgesetzt, es gibt diese Algorithmen, die man installieren kann. YouTube hat es schon, genau wie Twitch, mehrfach deutlich gemacht. Momentan das beste System, um Content zu filtern, ist Content ID. Das ist von YouTube jetzt über 10 Jahre, in der die Plattform wirklich ihr Hoch hat, in der Schweiz entwickelt worden für inzwischen mehr als 250 Millionen Dollar, die dafür draufgegangen sind. Und es ist mit Abstand der beste Algorithmus, den du zum Filtern von Daten nehmen kannst. Und er ist nicht gut. Und der ist immer noch so fehlerhaft für das, was da probiert durchgesetzt zu werden. Der ist nicht
ich möchte mal kurz betonen, der ist nicht schlecht. Ich kenne Leute, die auch mit Content-ID sehr gut arbeiten und ich kenne auch Firmen, die mit Content-ID sehr, sehr gut arbeiten. Das Problem ist halt, das ist ein Algorithmus, das ist ein Machine-Learning-Algorithmus, das ist keine künstliche Intelligenz. Und ein Machine-Learning-System funktioniert so, dass du Daten am Anfang einspeist und das System dadurch lernt und auf ein Ziel hinarbeitet. Ziel von dem System bei Content-ID ist es, hey, das ist dein Content, den will ich schützen, der darf da nicht mehr auf YouTube hochgeladen werden. Spezifisch wirklich nur auf YouTube, weil das ist Content-ID. Und das funktioniert nicht so gut, weil Leute, große Firmen, Labels, TV-Sender nicht die Netzkompetenzen haben, um dieses System vernünftig und ordentlich zu verwalten und sich deswegen angefangen haben zu beschweren, Wirtschaft beschwert sich bei Politik und deswegen sowas ins Rollen gekommen ist. Und das liegt nicht daran, dass Leute dauerhaft Sachen klauen, das ist inzwischen halt eine Kultur im Internet geworden, nicht, dass man Sachen nimmt und nochmal hochlädt, sondern dass man Sachen nimmt, sich verändert und dann fürs Internet anpassbar macht, siehe Memes, sondern es ist einfach super wichtig, dass man da, oh, jetzt hast du Origin beendet, im Hintergrund, Apex Legends, super, super Spiel, ich bin komplett rausgekommen. Nein, aber es ist wirklich, es ist halt super wichtig eher, dass die Firmen sich darauf konzentrieren müssten, gerade mit Leuten höchstwahrscheinlich wie euch, die schon vielleicht auch nur hobbymäßig gebildet sind, die sich da reinfuchsen müssen, die vielleicht den Weg suchen müssen in so viele junge, neue Unternehmen, die irgendwas mit YouTube, die irgendwas mit dem Netz machen und die dann sich eigentlich bei diesen großen Firmen bewerben müssen und sagen müssten, hey, ich kann das, was Sie nicht können. Lassen Sie mich bitte Ihre Sachen online so vermarkten und da dann Abteilungen aufbauen, die Content-ID nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Facebook und auf allen großen Social-Plattformen verwalten müssten für die. Und das soll eine eigene Abteilung sein, wie es immer schon war, beim Thema Markenschutz. Aber das hat keiner auf dem Schirm. Und deswegen sind wir gerade in so einer prekären Kacksituation. Und was halt passieren wird, bevor ein Algorithmus ins Spiel kommt, der alles filtert, wie eine Regierung das möchte, wo du vollkommen recht hast, ist, erstmal muss sowas entwickelt werden und in 10 Jahren hat das nicht mit 250 Millionen Dollar ansatzweise dahin gearbeitet. Das heißt, das würde frühestens vielleicht dann in 40 Jahren passieren und das möchte ja wirklich am Ende des Tages keiner, dass man jetzt 40 Jahre lang nicht mehr das Netz benutzen kann. Langes Plädoyer am Anfang, setzt euch da bitte mit auseinander. Ihr merkt, wir sind jetzt nicht die beiden größten Politik-Gaukel oder sonst was. Schade. Wir saufen auch heute mal in der Folge, weil wir Prost. Beide wirklich Prost. Untergangsstimmung verbreiten wollen. Ja. Es geht aber ja auch bitte, um, es ist einfach. Es geht ja einfach. Auch um Instagram, um Twitter, um alles. Alles. Für jedes alle. Bild, jedes für alle. Bild, jedes, jeder Ton. Für alle. Alles, was für dich, hochgeladen wenn du wird. Gerade zuhörst, geht um dich. Wir erklären es dir gerade nur. Ja. Uns ist es genauso wichtig wie dir gerade. Wir sind gerade genauso sauer wie du gerade. Stell dir mal vor, du bist hobbymäßig, malst du gerne Bilder und Paint. Ja? Und die schickst du gerne deinem Kumpel und der macht daraus nochmal ein schöneres Bild. Ja, die große Dieses Frage, Bild die wird dann erstmal geblockt und dann wird das geprüft, ob das nicht jemand anderem gehört. Die große Frage ist zum Beispiel, ob dann auch WhatsApp-Gruppen noch funktionieren. LOL! Ja, ist ja wirklich so. Ja gut, aber die sind ja privat. Du kannst ja auch einfach einen Link, zum Beispiel Invitational Link, einfach öffentlich irgendwo posten. Ja. Ob das dann noch illegal ist. Also es ist so verkorkst und drückt, dass es sich surreal und dumm anhört, aber ich sag mal, der wahre Spaß würde darin liegen, wenn es wirklich passieren würde, finde ich. Puh, also ich würde ein bisschen, es ist hart. Wir mussten damit anfangen. Ich glaube, wir müssen auch langsam davon weg, so, aber wir mussten es mal gesagt haben, denn es ist, Alter, das tut weh. Weil dann hören die meisten zu. So, das Lustigste ist aber auch ein bisschen, der Freddy sitzt jetzt hier wieder neben mir, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Wieder in Berlin, hallo. Ich bin in Berlin, ja. Und, tolle Stadt. Ich bin gerade hingefahren, saß im Taxi, stand ein Typ auf dem Haus mit einem Stock in der Hand, was? Rechte, linke Seite Feuer an und der hat das so im Kreis geschleudert. Ich so, fick diese Scheißstadt. Stand auf dem Haus. Ja, auf einem Hausdach. Einfach ein Typ, kennst du die aus dem Zirkus, die davor diese stehen? Schniebel, ja, genau, die so einen langen Stab haben, rechts, links, Feuer. Und dann, und der stand auf einem leeren, unbeleuchteten Hausdach und hat einfach, ich weiß nicht, ob ein Shooting... Ist doch geil, Mann. Ist doch geil, warum... Wenn warum ich in Köln so wohne, scheiße? Möchte ich nicht, dass in meiner Stadt das passiert, was ich gerade gesehen habe. Ich feier das voll, können wir da jetzt hingehen? Können wir da... Freddy, kannst du mir das... Du kannst nicht zeigen, aufstehen jetzt. War? Nein. Können wir da bitte... Mach die Tür auf. Komm, bitte. Da ist er. Du kannst in dein Zimmer gehen, Steven. Wow. Ich finde das total in Ordnung. Und dann kommt er hier rein und sagt, Alkohol. Ich so, hallo Freddy, na, wie geht's? Oh Mann, ey. Alkohol. Und das Lustige, ich würde gerne ein Foto machen. Es ist kein Herrengedeck, aber es ist Bier und ein Gin Tonic. Das finde ich geil. Das fand ich auch so geil. Willst du ein Bier oder ein Gin Tonic? Ja. Also ich komme gerade aus dem letzten Drehblock von Guten Morgen Internet, ne? Das ist eine Sendung, die ich jetzt mit Kelly 2,5 Jahre produziert habe und wir hatten jetzt den letzten Drehblock und es war wirklich
ohne groß Namen zu nennen oder den Finger auf irgendwen zu richten. Und wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, auch wirklich, ich richte keinen Finger auf Funk. Also ich möchte das kurz mal sagen. Funk hat mit alledem nichts zu tun. Ich weiß nicht, auf wen man dann noch Finger zeigen könnte, aber es ist wirklich, also wir haben die letzte Folge, unsere allerletzte Folge nach 2,5 Jahren Drehen, hat eine Praktikantin produziert. Was? Und Kelly und ich kommen gerade aus Drehtagen, wo wir keinen Verantwortlichen vor Ort hatten und uns wirklich 4 Tage lang passiv-aggressiv ausgetobt haben, sodass unsere jetzige Produktionsleiterin zu uns gesagt hat, okay Leute, ihr bekommt einen Strike pro Folge, den lassen wir dann auch drin, wenn es lustig ist, und dann könnt ihr nochmal kurz abhetzen darüber, wie scheiße alles gerade ist. Weil wir wirklich angekommen sind, die Folge ging an, und haben wir gesagt, jo Leute, was geht, wir sind hier im größten Scheißhaufen der Welt, herzlich willkommen. Ja, genau. Und also so fing die Folge an. Warum? Und dann alle erstmal so, stopp. Ja, weil wir niemanden hatten, mit dem wir reden konnten. Zum Beispiel, ich gebe nur ein Beispiel jetzt, was wir haben jetzt über ein Jahr lang in Berlin gedreht. Jedes Mal in Berlin, wirklich fast ausnahmslos, war es der Fall, dass ich ankomme und das Hotel wurde nicht bezahlt. Das heißt, ich stehe um 2-3 Uhr morgens hier, erste Mal ist witzig und eine gute Podcast-Geschichte, zweite Mal auch, dritte Mal denkst du dir, so, ich muss jetzt nicht mit irgendeinem Typen beim Nachttresen, der genauso wenig Bock hat wie ich, darüber reden, dass das schon bezahlt sein sollte. Danach muss ich Rechnung stellen. Das muss ich Leuten schicken. Dann sagen die, ja, wo ist der Beleg dafür? Dann sage ich, den habe ich, aber den müsste ich jetzt nochmal raussuchen. Ja, sonst kann ich dir das nicht überweisen. Und das geht halt nicht nur 2-3 Monate so, sondern wirklich gefühlt halt einfach mal über 9 bis 10 Monate. Und das staut sich so an und jeder zeigt mit einem Finger auf den anderen und es ist einfach am Ende des Tages, ist das Format jetzt zu Ende gegangen aufgrund einer schlechten Kommunikationsbasis. Und das kotzt mich am meisten an, oder was heißt am meisten an, es kotzt mich genauso an wie Kelly, weil wir jetzt einfach unseren ganzen Frust ausgeladen haben an wirklich 2 Praktikantinnen, einer neuen Produktionsleiterin, die bis dato kein Wort mit uns geredet hat. Die hat mal gesagt, alles gut? Und sonst sitzt sie nur in der Produktionskammer und guckt auf ihr Handy. Und der eigentliche Mensch, der das mit uns gemacht hat, wirklich ohne wirklich neutral ihren Namen zu nennen, war leider nicht mehr da. Weil da hätte man einfach mal viele Sachen noch ausdiskutieren können, die vielleicht schiefgelaufen sind. Und ja, ich hab ja auch wie in meinem Video schon öffentlich gemacht, dass es jetzt nicht an Studio oder nicht an Funk explizit liegt. Da, wie gesagt, an mir liegt es aber eigentlich auch nicht, aber ich muss ja jetzt öffentlich niemanden an Pranger stellen. Aber Kommunikation. Ich sag eine Sache, ich habe vor einem halben Jahr, bevor der Staffel, habe ich gesagt, Leute, ich muss mich mal bitte mit Verantwortlichen hinsetzen. Ich hatte letzte Nacht 2 Nervenzusammenbrüche und habe geheult. Ich habe seit 2 Tagen nicht mehr schlafen können, weil ich mich so unwohl fühle. Also wirklich auf dass Menschen mal sagen irgendwo, sie fühlen sich unwohl und dann geht es ihnen schlechter, ist für mich ein absurdes Ding. Mhm. Ich finde das absolut unnachvollziehbar. Aber ich hatte diese Situation, dass ich nachts da lag, eine Nacht nicht geschlafen habe und das hat sich so gesteigert, dass ich wirklich einen Klick davon entfernt war, mir nachts einen Nachtzug von Berlin nach Köln zu buchen und einfach mich zu verpissen. Weil mir ist das egal. Ja, Freddy, dann kriegst du deine Gage. Mir egal. Ich will nach Hause. Ich kann das nicht mehr. Und das habe ich dann den Verantwortlichen gesagt. Und dann habe ich folgende Antwort zurückbekommen. Ja, aber in deinem Vertrag ist eine Klausel und wir drehen schon die neue Staffel. Und auf dieser Grundlage sind die letzten 6 Monate für mich entstanden. Mhm. Und das ist natürlich eine Grundlage, mit der man dann nicht gerne arbeitet. Und was ich dann gemacht habe, ist, meinen jetzigen Staffelvertrag nicht zu unterschreiben. Also ich habe momentan für diese letzten 6 Monate keinen laufenden Vertrag gehabt, den ich unterschrieben habe, weil ich Angst gehabt habe, obwohl ich den Vertrag in- und auswendig kenne, dass von ein paar Verträgen davor eine Klausel gezogen werden kann, weil ich einen Anschlussvertrag unterschrieben habe, dass ich schon wieder in der gleichen Situation hänge, weil, ne? Und ich mag das Format, ich mag die Leute, die da gearbeitet haben, aber warum passiert sowas? Warum sagt man jemandem, hey, ich heule seit 2 Nächten und dann sagt er dir, aber du hast einen Vertrag unterschrieben und deswegen drehen wir weiter. Frag dich dann, warum alles so scheiße ist. Du sagst ihm das und dann wird alles nochmal schlimmer. Ich stand auf dem Weg zu Berlin, nach Berlin am Bahnhof, 1 Stunde bevor mein Zug gekommen ist und hatte kein Zugticket. Ich bin auf gut Glück mal hingegangen, weil ich eine grobe Uhrzeit mal bekommen habe, ob ich da fahren will. Kein Scheiß. Und das sind die Situationen, mit denen ich da jetzt gearbeitet habe und die sich immer weiter bis zu dem Punkt jetzt zugespitzt haben. Und ich weiß nicht, wie man dann in eine Erwartungshaltung gehen kann, dass man mit einer geilen Laune da durchgeht. Also es ist wirklich auch nicht lustig negativ gerade, Schwanz, Schwanz, Pimmel. Pimmel, Pimmel. Aber ne, du weißt, also nur damit ihr gerade wisst, aus welcher Ecke ich komme, weil ich dann auch einfach nur gerade das abgedreht habe und mir Folgen aufgezwungen werden sollten, genau wie Kelly mit, wir machen jetzt hier ein Happy Ende und wenn das für euch so okay ist, dann nehmen wir es jetzt so. Solche Sprüche habe ich jetzt dauernd gehört, weil halt
halt diese Leute das leider abbekommen haben. Und dann wurde ich halt nur in so einer Sit-Down-Folge gerade eben noch ganz, das war das allerletzte, was ich jetzt in dieser Sendung gesagt habe, die letzte Frage, das war so ein Feedback, wir und die Leute reden darüber und ich weiß nicht, ob sie es rausschneide oder nicht, aber deswegen sage ich es hier gerne mal. Die allerletzte Frage, die ich gerade gefragt wurde, die war auch nicht offiziell auf dem Papier mit drauf, die haben sie aber ein paar extra mit reingenommen, war bei mir das Ehrlichste, was du noch sagen könntest über diese Sendung und was du jetzt rausbringen wirst. Dann habe ich gesagt, wenn ich wirklich ehrlich bin, hätte ich es schön gefunden, wenn das hier alles anders beendet worden wäre. Und dann bin ich aufgestanden und aus dem Bild gegangen, weil das meine letzte Frage war. Hm. Und das war das Letzte, was ich jetzt zu dieser Sendung gesagt habe. Wir drehen das nicht chronologisch, die letzte Folge war schon aufgezeichnet, das war aber das Letzte, was ich gerade gesagt habe. Und ich hoffe, dass es zumindest, selbst wenn es nicht reingeschnitten wird, irgendwo mal ankommt. Hm. So, sei es denn bei einem Cutter, der dann sagt, du, Freddy sah da nicht so glücklich aus, wir sollten da vielleicht mal drüber reden. Ne? Weil am Ende des Tages fand ich das jetzt unterm Strich einfach nur schade. Ja. So. Ja. Bei dir so? Ja! Fuck, Freddy. Mann, 20 Minuten. Ja, 20%, ey, Mann. Oh Gott, ey. Wenn selbst die Non-Binaries ausschalten, ne? Fuck, ey, shit, Mann. Nee, ich finde, Nervenzusammenbrüche braucht man hier bei Podcasts. Gerade jetzt, wo. Habe ich ja ganz, nicht mehr. Wo das, ich bin ganze ja durch. Internet auch, wo das ganze Internet jetzt gelöscht wird. Dann ist das sowas so eins der letzten Dinger, die noch rauskommen. Nein, es ist ja auch so eine Sache, dass du ja jetzt quasi vom letzten Drehtag direkt vom Set hierher gefahren bist. Ich habe das Mikro weggelegt und bin gerade in ein Taxi geschrieben. Gerade sofort Scheiß. Hierher, ja. Und habt ihr geschrieben, ich brauche Alkohol jetzt. Ja. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und dann ist es, dann musst du aber auch raus. Dann ist es halt die große Jammerfolge. Nee. Nicht jammern ist nicht. Nee. Jammern, es geht um was viel Besseres gerade. Was ist denn jetzt los? Holst du jetzt Bubis raus? Ich zeig dir jetzt meine Titten. Wie findest du die? Links ist ein bisschen größer. Ist ganz gut. Ja. Aber damit solltest du mal zum Arzt gehen vielleicht. Das hier. Der dritte Nippel? Das da. Da kommt Milch raus. Ist das ein Nippel? Da kommt Milch raus. Da kommt Milch raus. Also ich glaube, es ist Warte Milch. Warte mal. Ich glaube, das ist keine Milch. Was glaubst du, ist das? Es ist... Honig, oder? es ist nicht sehr lecker. Aber es sieht gut aus. Ich habe dir ein Bild geschickt, wenn wir schon bei dem Produktionsding dran sind. Ich habe es leider verkackt. Du hast mir geschrieben, lass sie einen Satz einsprechen. Ja, hast du nicht gemacht. Nee, schade. Ich war zu nervös. Und das wurde mir halt auch versaut. Weißt du, es war jetzt halt so alles so, in dem Drehblock war so gefühlt auf Entschuldigung bedacht. Weißt du? Wir kriegen auch, wie gesagt, das kommt jetzt raus, wir feiern heute Abend jetzt noch eine Abschiedsparty. Ich denke, da wird man sich auch mit vielen nochmal ausquatschen können. Jetzt nach dem Podcast, wenn wir aufzeichnen. Ja. Aber, und ich, es gibt zwei Sachen, die ich nicht mag. Und das sage ich jetzt gerne auch nochmal so und dir auch persönlich. Oh oh. Nummer eins ist Überraschung. Ich hasse ernsthaft Überraschung. Okay, das hier, das ist nicht für dich, was hier steht. Das dein, ist nicht, das dein, ist nicht, dein Mülleimer. Das ist nicht für dich. Ich habe das. Gut. Ich hätte aber gerne eine Xbox One X Scorpion aus deinem Gewinnspiel, was du nie aufgelöst hast. Du kannst die 500 Euro haben, wenn du willst. Ach stimmt, die in dem Mülleimer, die du zerrissen hast. Ja, die hier vorne. Wo drauf steht, scheiß Start. Euer scheiß Kapitalismus mit eurer Scheiße mit dem Geld. Oh, Fenster ist auf. Fenster ist auf. Und das hier aus so einem Penthouse in der 19. Etage, ne? Ah, die Ironie. Stimmt, ja. So, eins sind Überraschungen. Ich hasse wirklich Überraschungen. Und ich hatte das nie. Und mein älterer Bruder, Stiefbruder, wir haben nicht mal die gleichen Gene in uns, der hat das auch entwickelt über Zeit. Der ist aber noch schlimmer als ich. Wenn du dem ein Geschenk gibst, einfach mal so, und sagst, guck mal, ich habe was für dich besorgt, dann kotzt er dich an. Oh, der fängt dann direkt an zu brechen. So, das ist unfassbar. Der schließt sich dann noch ein und sagt, geh. Aber ist es so ein Ding so, ey, jetzt schulde ich dir was? Oder ist es, findest du einfach scheiße, wenn was Gutes passiert? Ich weiß auch nicht, aber ich bin einfach sehr kontrollfanatisch geworden in den letzten Jahren. Ich möchte genau wissen, was es ist. Und dann freue ich mich auch wirklich drüber, wenn sich jemand Mühe gibt und so sich dann, ja, dann so einen Gedanken macht. So. Aber jetzt in dem Kontext von der Sendung ist es alles so super versöhnlich. Und dann habe ich eine große Sache immer durch 2,5 Jahre Aufzeichnung immer gedroppt. Es gibt eine einzige deutsche Schauspielerin, die ich wirklich super gut finde. Und, ach so. Und das ist Caroline Herford. Das ach ist mein. So. Das, ich war als früher Mädchen, ich war mega verschossen in Caroline Herford. Die war nicht mal die Hauptdarstellerin im Film. Das wusste ich. Und ja ich gar fand nicht. Die so attraktiv und so gut mit allem, was sie da gespielt hat. Also als Charakter, den sie da dargestellt hat. Ja. Und das fand ich so gut. Da habe ich mich damals in sie verliebt und
war lange Zeit mein Jugendcrush, sehr weirder Jugendcrush, haben glaube ich nicht so viele, Caroline Herford. Nee. Aber ist dann, hat sich so ein bisschen gewandelt in die finde ich toll, weil die ist so ein deutscher A-Lister, die sich aber so wie so ein Tom Schilling schön zurücknehmen kann oder ein Frederik Lau, weißt du? Ja, so. Die hat ja sogar jetzt Regie geführt sogar selber, ne? Deswegen die, war sie dann bei uns in der Sendung, okay, dann, um mal kurz ein bisschen vorwegzunehmen, weil wir haben dann so ein Spiel gespielt und halt mit dieser Fresse und dieser Laune diese Sendung wegmoderiert und das Spiel war, ich nehme das jetzt einfach vorweg, mich juckt's eh nicht, ich habe eh schon das Bild gepostet, das Spiel war Fuck, Marry, Kill, nur abgewandelt, weil ZDF ein bisschen süßer, also du kriegst drei Bilder und dann musst du sagen, wen du ficken würdest, wen du töten würdest und wen du heiraten würdest. Okay, okay. Und das war abgewandelt in Küssen, Wegschicken und Heiraten. So, und dann kam bei mir halt Jodie Calussi, allgemein bekannt als meine Schwester. Dann habe ich halt gesagt, ja, mit meiner Schwester will ich nichts anfangen, die würde ich nexten. Dann kam ein Kollege von mir, dann habe ich gesagt, den würde ich natürlich küssen, weil als drittes ist dann aufgepoppt, Caroline Herford natürlich auf diesem Bildschirm. Und dann habe ich halt einen epischen Monolog angefangen zu halten, über 5 Minuten, wie toll ich diese Frau finde, wie attraktiv ich diese Frau finde. Dann habe ich noch so einen unguten Witz gebracht mit, oh, geht der Tisch jetzt hier hoch, hahaha, mein Pimmel ist steif, haha. Und das war so die zweite Runde. Und auf einmal sagt die Regie, ja gut, wenn du die so geil findest und heiraten willst, hätten wir noch eine kleine Überraschung für dich, Freddy. Yay. Und dann im Live kommt Caroline Herford durch die Türe auf mich zu mit einem Hi! Und ich sitze da und wir haben gerade das erste Mal die Reaktion von mir drauf gesehen. Und ich bin halt wirklich super glücklich, wenn sie mein Gesicht sieht. Ne? Dann bin ich so, hey, und so super professionell im Ohr. Und ich so, oh, haha, was ein Joke. Und dann ist sie hinter mir und ich sehe das. Und mein Gesicht ist wirklich ein toter Blick in die Kamera. Mit dem bösesten Blick, den du jemals sehen wirst. Und ich war danach sauer auf alles und jeden, der da in dem Raum war, außer auf sie, weil ich sie geil finde. Nein, und es war dann am Ende des Tages, die hat gerade einen neuen Film rausgebracht, Sweethearts, haha, Hashtag Werbung. Und dafür war sie auch da, erstmal Regie geführt, auch mit einer der tragenden Rollen gespielt. Sehr lustig, dafür, dass es eine deutsche Komödie ist. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich sage. Also ernst gemeint, wenn es scheiße wäre, würde ich auch sagen, dass es scheiße ist. Hast du schon gesehen? Den Trailer haben wir geguckt, okay, dann. Und ja, super interessant, aber... war ein sehr gutes Gespräch. War ein sehr gutes Gespräch dann auch. Und sie meinte dann auch so, ja, hast ja gut gestellt, du wusstest ja, dass ich hier bin. Und dann habe ich gesagt... Ja, hast ja gesagt. Du hast gesagt, ja. Oh Mann, Freddy! Ich hab dann gesagt, nein, und es war leider ehrlich. Oh. Und ich so, hast du denn alles davon mitbekommen? Und dann meinte sie, ja. Ich habe auch direkt geduzt, also super sympathisch damit umgegangen. Hat mir dann aber auch von sich aus angeboten, dass wir doch, weil wir eigentlich sehr gut klargekommen sind, auch nochmal so vielleicht was starten können, videotechnisch. Natürlich höchstwahrscheinlich auch aus einem Promo-Aspekt raus. Ich bin jetzt auch kein Schauspieler. Ich denke, da sind die Interessenpunkte auch anders. Aber es war trotzdem sehr lustiges, sehr charmantes Gespräch. Ich bin Schauspieler. Hallo Caroline, falls du das hier hörst. Kannst du nicht Frederik Lau? Doch, ja. Der spielt in dem Film mit, ne? Mit Hannah Lau. Ja, kann gut mit sein. Mit der Schwester. Ja, das ist ja alles so eine Ecke so, ne? Also ich habe mit ihm gedreht und ein Kumpel von mir ist ein guter Kumpel von ihm. Gut. Und ich habe mit ihm Zeit verbracht. Ist jetzt nicht so ein Kumpel, mit dem ich mich treffe abends zum Fußball gucken. Ja, also es war auf jeden Fall sehr lustig und die Managerin von ihr fand es auch gut oder die Agentin und ja. die meinte dann auch zu mir, willst du eine Karte haben, dann können wir in Kontakt bleiben. Ja. Und dann bin ich halt mitgekommen noch mit ihr zum Umziehen danach. Was? Nein, also da stand... Zum Umziehen? Nein, da stand nur ein Koffer! Da stand nur ein Koffer jetzt. Kann ich Weil dir die helfen? Hatte halt hohe Schuhe an und dann hat sie hohe Schuhe wieder ausgezogen. Kann man auch mal so sagen. Ist halt ein Profi, so. Ja. Und dann haben wir auch noch gequatscht kurz dann, aber wir waren halt so ein bisschen in so einem Green Room, so ein bisschen off von allem und dann war ich nur mit ihrer Stylistin, ihrer Managerin und ihr dann in dem Raum und dann meinte ich so, jo, wir sehen uns dann ja auch Samstag. Und dann meinte sie so, ach, bist du auch mit dem Medienboard empfangen? Und ich so, ja. Genau, also Berlinale sind wir auf so einer Abendveranstaltung davon und das ist so die größte, wo alle nochmal zusammenkommen. Und dann meinte ich so, ja, und dann habe ich halt irgendwie, dann war ich halt wieder in meiner I don't give a fuck Modus, habe dann aber vergessen, dass ich gerade mit Caroline Herford rede. Dann meinte ich so, wenn du ein Interview gibst auf dem roten Teppich, komme ich einfach da mal vorbei und sage, ich liebe sie, wir sind zusammen und gehe dann wieder. Und dann musste sie herzlich lachen und das fand ich mega sympathisch. Sie meinte, ja, mach das, finde ich gut, finde ich lustig. Ja. Ja, es ist eine abgefahrene Geschichte. Also wenn man jetzt weiß, vorher hast du es ja gerade gesagt, wenn man weiß, dass du Überraschungen nicht magst. Ne? Ich habe wirklich das auch ist, mit keinem mehr ist, vom ist, Team ist geredet. Es ist aber so schön, es ist eigentlich so schön. Ja. Ich zum Beispiel hätte mich da sehr gefreut und man hätte viel gelacht. Natürlich ist man erstmal peinlich berührt, weil man diese Sachen gerade gesagt hat, aber das hast du mir geschickt, genau. Das ist sogar bei Instagram, Leute, einfach bei Insta-Waffel. Da seht ihr, wie Caroline Herford gerade... Und weißt du, was mir jemand drunter geschrieben hat? Das passt nämlich perfekt rein. Pfefferminzlieber hat geschrieben, der Gesichtsausdruck unterstreicht deine Aussage aus dem letzten 2-Tomate-Podcast über Promis, der sagt eindeutig, Hilfe, holt mich heraus, gleich baue ich Scheiße.
Stellt sich die Frage, hast du? Ja. Ja. Und ich glaube, weil ich jetzt dieses Bild hochgeladen habe und weil ich hier im Podcast drüber rede und weil ich meiner Mama als erstes ein Bild geschickt habe mit Mama, ich habe endlich mit Caroline Herford gedreht, wie so ein kleiner Junge. Es war es ist so süß. Ich glaube, ich habe es wieder verkackt jetzt. Aber auf der anderen Seite, ich zeig's dir jetzt, du musst es sagen. Guck mal, wer das Bild geliked hat, als allererstes. Oh, nein! Ne? Larissa! Hallo. Ich will mal mit Larissa einen Podcast machen. Ich glaube, ich bin wieder im Game. Larissa hat das alles noch nicht gehört. Wenn die das nachhört, bin ich ganz schnell aus dem Game. Aber solange sie es noch nicht gehört hat, Larissa, ich krieg das schon hin. Ich bin am 22. auch im Bootshaus. Da legt die auf. Dann sehe ich die das erstmal auflegen. So Bock, Mann. Du meinst... Larry Luke. Ja. Ja. Ja, gut. Wirklich, die war direkt ausverkauft. Und ich habe. Das ist alles ausverkauft. Immer. Ich habe meine spielen lassen, weil das Einzige, wo ich reinkomme, ist Bootshaus umsonst. Von Aber das daher. Ist doch hier drüben in, bei euch, ne? In Köln, ja. Köln, ne? Ja, die ist ja Kölnerin. Ja. Ich wollte ja bei dir mal vorbeikommen jetzt eine Woche. Ja, du wolltest auch mal mein Auto fahren. Ja. Ach ja, stimmt, ich wollte dein Auto fahren. Mhm. Audi TTS. Ich würde. Nein, euer Scheißköpf! Euer Scheiß Geldsache mit dem Kapitalismus, mit der Scheiße! Aber ich würde gern fahren. Das ist so lustig, wenn man deine doch sehr gute Voice-Acting-Karriere mal so beiseite lässt und dein Gesicht dabei anguckt, was gleich leblos guckt, wenn du schreist und flüsterst. Das habe ich jetzt für dich gemacht. Ich manchmal gucke deine Scheiß-Karriere! Ich würde das gerne fahren. Und das ist einfach der gleiche Gesicht. Ich reg mich gar nicht auf. Das ist halt meine Professionalität. Hallo Caroline, ich bin Schauspieler. Meine Nummer ich habe mir das auch gesagt. Ich meine, kann ich eine Tankstellen-Szene haben im nächsten Film? Und sie ist nicht drauf eingegangen. Korb. Aber jetzt erzähl du mal was. Ich habe jetzt eine halbe Stunde gelabert. Ich habe nur so normale Geschichten. Ich dachte, wir machen heute eine Kaputt-Sache jetzt hier. Soll man im Format hab angehen ich, sonst? Warte mal. Wir sind ich, so schön ich, bei einer halben Stunde. Wir machen so einen kleinen Switcheronis. Ja. Aus dem, was bisher war, in das, was jetzt kommt. Und das mache ich mit einem Witz. Ich lese es mir nicht weiter durch. Ich habe gerade leider den Anfang gelesen. Ich glaube, den hat mir jemand erzählt. Ich weiß nicht mehr, wo das herkommt. Ich glaube, das hat jemand erzählt. Und das ist einer dieser Witze. Oh, ich weiß. Ich weiß, wo der fucking Witz vorkommt. Wir haben darüber gesprochen gerade. Du hast doch eine Pizza gesprochen. In Sausage Party. Ja. Und ich glaube, dieser Witz kommt aus dem Trailer von Sausage Party. Ich bin mir nicht sicher, aber... Er wurde nicht übersetzt, richtig. Also es war ein amerikanischer Film. Ja. Und es wurde, wir haben halt die deutsche Version geguckt. Ja. Und dieser Witz wurde übersetzt ins Deutsche. Und so ist es passiert. Achtung. Jetzt kommt der Witz. Mhm. Ist ein Tomatenwitz. Papa Tomate, ja. Mama Tomate und Baby Tomate gehen über die Straße. Mhm. Und Baby Tomate ist total langsam und kommt nicht richtig hinterher. Und Papa Tomate... Wird richtig sauer, dreht sich um, geht zum Babytomate und sagt, catch up! Und schlägt Babytomate zu Brei. Ich weiß, ich kenne das, ich weiß aber nicht, aus welchem Film das war. Das war nicht der Film. Die laufen nicht über die Straße, sind im Supermarkt die ganze Zeit, deswegen. Ja, das ist, aber der Witz wird so erzählt. Gehen über die Straße und haut das Baby zu Brei und ruft, catch up! Ja, im Deutschen versteht geht er auch, im Deutschen geht er auch. Catch-up geht's, aber Catch-up heißt doch... Schließ dich wieder an. Haben das null übersetzt? Ja, stimmt. Also aber, es ist einfach immer, nur, aber ich raff's halt direkt, weil ich flüssig Englisch rede. Ja. Normale, also Leute, die Englisch sprechen, verstehen's. Ja, aber deutschsprachige Leute, die kein Englisch sprechen, haben keine Ahnung, was damit los ist. Aber das ist sehr lustig. Ich lach mich auch kaputt. Aber immerhin ist ein Tomatenwitz. Der Alkohol ist gleich alle. War das dein Zitat der Woche? Ja. Also sind wir gerade in einem Format. Ja, nee, ich habe mich gerade entschieden, dass das Zitat der Woche ist. Wir haben. Das war vorher nicht geplant. Achso, ja, dann mach mal nachträglich das. Ist da ein Fleck hier irgendwo? Siehst du ein rotes Fleck da unterm. Oh, die hat das weggeräumt, ne? Oh, lol. Diese Putzfrau, ne? Unglaublich. Okay, einmal zu Geld kommen und eine Putzfrau engagieren, ne? Ach, scheiß drauf. Was eine Folge, Alter. Es ist übel. Können wir die irgendwie mit Caroline Herford wenigstens benennen? Können wir machen. Es ist, ich habe ja, mein Turn zu Caroline Herford ist ja, ich fand sie anfangs nicht so gut. Ich fand sie mal ein bisschen komisch. In ihren Rollen so. Und dann später fand ich sie sau sympathisch. Weil ich glaube, ich habe mal mit der gedreht, zumindest was Kleines, Kurzes. Hm. Und
Hab sie ja auch dann letztes Jahr auf dem roten Teppich dann interviewt kurz und sehr, sehr sympathisch. Unfassbar sympathisch, aber, ja. Ich frage mich halt, warum, also wie es dazu kommt, dass eine Caroline Herford jetzt schon, ja, in Anführungszeichen, selber Regie führt, auch noch in dem Film, wo sie selber eine Hauptrolle spielt. Also das ist ja, ja, ich da weiß, setzt auch nicht jemand sehr, sehr viel Vertrauen in sie. Also ich glaube, die macht das aber auch schon sehr lange, ne? Die hat ja schon mit 15 angefangen. Die spielt sehr lange, ja. Die spielt aber sehr lange. Aber Regie ist ja nochmal was anderes. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie da damit jetzt unbedingt angefangen hat. Ich bin mir schon recht sicher, dass sie da auch schon deutliche Erfahrungswerte gesammelt hat, weil die hat ja jetzt auch nie super schlecht gespielt und sich immer probiert weiterzubilden. Und ich denke, das Gleiche wird die mit Regie gemacht haben. Ja. Und ich muss auch sagen, guckt euch gerne mal den Sweethearts-Trailer an. Ich finde es für eine deutsche Komödie deutlich gehaltvoller als ein Fuck You Goethe, muss ich sagen, wo sie auch mitgespielt hat. Ja, ja. Aber also vom Comedy-Wert. Und ich finde es ganz gut. Und das habe ich wirklich lange nicht mehr über einen deutschen Film gesagt. Schon gar nicht ich erst über eine gespannt. Deutsche Komödie. Ja. Komödie. Ja. Weil die Gags halt nicht so stumpf sind, sondern sie ist eine hysterische, panikattackengetriebene Olle. Die in eine Entführung aus Versehen reinkommt und dann halt gar nicht mit der Situation umgehen kann, weil sie halt harte Panikattacken schiebt. Und die Plotline alleine ist relativ basic, aber sie setzt es, weil sie die hysterische Olle ist, unfassbar gut um, muss ich sagen. Und also ich weiß nicht, wie es am Ende aussieht. Das ist halt das Wichtige, weil das ist halt Regie, ne? Aber den Trailer haben sie zumindest ganz gut zusammengeschustert, muss ich sagen. Und das habe ich schon lange nicht mehr vom deutschen Film gedacht. Ja. Weißt du, was mir letztens passiert ist? Was denn? Ich war letztens in einem Club. Ich war lange nicht mehr in einem Club. Das ist auch doof. Es war auch richtig scheiße da. Es war auch richtig, ich gehe nie wieder in den Club. Ja. Manchmal denke ich, naja, ist ja egal. Auf jeden Fall, trotzdem muss ich mir was aufschreiben, was mir da passiert ist. Und zwar standen wir in der Garderobe und wollten unsere Jacken abgeben. Und die Garderobe hatte auch so ein paar Snacks zum Verkaufen. Mhm. Ja, und dann kam so ein Typ von hinten, von links, eine Banane bitte. Und dann, was? Ja, eine Banane bitte. Und dann gibt er. Da gibt der Typ ihm eine Banane, sagt 1 Euro und 1 Euro Pfand, bitte. Und ich guck so. Wir waren ein bisschen vorbereitet. Ich war jetzt auch ein bisschen lustig drauf. Ich war so, was? Und er guckt mich an, was ist denn? Was ist denn? Ich sag, was, wie Pfand? Na, für die Schale. Und dann, man muss in dem Laden wirklich Pfand bezahlen. Und dann gehst du mit der Schale. Ich stell mir das so vor, was, wenn du dann mit der Schale denn dahin gehst. Was ist das denn für eine geile Feedline für einen Film? Hast du eine Banane? Ja, 1 Euro Pfand. Und dann verlierst du die Schale. Und das ist so sein Ding dann, weil er fucking auf Ketamin trippt. Mitten in Berlin. Fucking, das wäre ein Schwarz-Weiß-Film für eine Stunde. So schweißgebadet. So diese krassen. Fuck. Was suchst du denn? Bananenschale. Meine Bananenschale. Sie ist weg, die Bananenschale. Hey du, hast du meine Bananenschale gesehen? Hast du vielleicht meine Bananenschale gesehen? Meine Bananenschale ist weg. Starring Caroline Herford. Ja, als Bananenschale. Oder vielleicht kannst du ja Regie führen, Caroline. Ich bin auch ein Schauspieler, ne? Ich könnte das auch spielen. Wo ist meine Bananenschale? Überall Speichel. Schön, wie du das beschreibst. Ja, so oder? Beim Spielen. Die müssen sich jetzt hier Speichel vorstellen. Hier läuft gerade Speichel runter. Hier ist Blut. Das Auge zuckt. Dieses Auge zuckt hier. Aber. Oh Gott. Bananenschalenpfand ist mein neues Spirit Animal. Das ist wirklich. Uns hat gerade jemand auf Twitter geschrieben übrigens, ne? Auf dem Hinweg hier. Oh ja. Das hast du, glaube ich, auch geliked, oder? Oh, das habe ich sowas von geliked. Reden wir über den gleichen. Ich rede über Entflammt. Ja. Ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Er hat eine Antwort gegeben. Wir sind übrigens noch im Zitat der Woche, ne? Soll ich das mal kurz vorher zu Ende machen? Ja, damit wir uns rausspielen können, Johnny. Ich mache natürlich das Zitat zu Ende. Ich residiere gerade in einem Hotel und dieses Hotel hat freischwebende Aufzüge. Wie freischwebend? Ja, also die sind so offen in den Raum hin und fahren da so hoch und runter, weißt du, so offen. Und verglast. Also so, dass man im Raum drinsteht und hochfährt, so, weißt du? So, die fahren an der Wand lang. Und die haben unten drunter, ich dachte Werbung, aber es ist einfach nur ein kecker Spruch. So was richtig Freches. So steht da drauf, ne? Und es ist ein Zitat, was ich jetzt hier anführen möchte, was ich nicht unbedingt auf dem Aufzug schreiben würde, weil ich habe Flugangst, ich bin ein sehr ängstlicher Typ. Und auf den Aufzügen steht auf Englisch drauf, Every moment matters. Und wenn auf meinem Aufzug unter meinen Füßen steht, jeder Moment zählt,
Vielleicht bist du gleich tot. Es ist kein gutes Gefühl von außen, wenn das das Erste ist, was du siehst. Von daher, Grüße gehen raus. Johnny, spiel uns raus aus der scheiß Zitat der Woche-Fabrik jetzt. Zitat der Woche. Warum lachen wir jetzt so sehr? Oh, every party ever. Oh, wir trinken was. Oh, Steffen, spiel doch einfach mal ein bisschen Oasis. Und dann singen wir einfach alle zusammen. Aha, Steffen, weiter. Das Fenster ist noch auf, Stefan. Verpiss dich! Oh, Entschuldigung. Ich liebe Partys mit dir. Du bist immer so ansprechbar. Ey, früher, ne? Früher, Partys, ne? Edgy Joke? Ist Edgy Joke Zeit? Edgy Joke? Deiner oder jemand, oder von einer Firma, die bei Twitter edgy gejoked hat? Nee. Du meinst vom besten Streaming-Anbieter Deutschlands? Edgy, edgy, haha. So much fun. Mach du erstmal einen Edgy, wir brauchen jetzt mal was Edgy. Aber der ist weniger Edgy Joke, sondern eine Edgy Situation. Und ich hab's im letzten Podcast schon gedroppt, sowas ähnliches. Und hab dir danach eine Sprachnachricht geschickt, meinte, sollten wir es rausschneiden. Ich sag's aber trotzdem, so, weil es ein Zitat ist an der Stelle. Es ist ein Zitat! Nein, nein, nein. Nicht? Nein, das will ich nicht zitieren. Ach so. Shit. Ach so, ich dachte, jetzt kommt. Nee, nee, ich guck zum Einschlafen ZDF Info immer. Immer. Aha. Ausnahmslos. Das zum heißt, Einschlafen. Ich gucke immer Hitler-Dokus zum Einschlafen. Ach so. Also wirklich ausnahmslos. Hitler hat das kaputt gemacht. Was ein böser Mann. Hitler glaubt an Atlantis. Goebbels, was mit dem eigentlich passiert. Goebbels glaubt auch an Atlantis. Mann, wir haben alle ein bisschen viel Meth geraucht. Und was ist eigentlich hier passiert? Aber wir ziehen jetzt unsere Idee durch. Mann, das war eine dumme Idee. Lass doch mal für jemanden für verantwortlich machen und so weiter. Ihr kennt das Steigerungsprinzip von den fucking Vollidioten. So. Ich mache den Fernseher an, gehe ins Badezimmer. Der Fernseher ist noch, weil ich mittags schon geguckt habe, Fernsehen, relativ laut eingestellt. Ich komme aus dem Badezimmer wieder raus und es läuft natürlich auf ZDF Info eine Hitler-Doku. Und da sind ja viele Originalaufnahmen bei. Und das heißt, ich öffne meine Badezimmertüre. Das ganze Zimmer, mein Schlafzimmer und mein Bett ist schwarz-weiß erleuchtet sozusagen. Und ich höre ganz laut, Sieg Heil, Sieg Heil. Und mein Fenster zum Innenhof war auf. Nein. Und das war so laut und ich dachte mir, oh mein Gott, was ist denn hier passiert gerade? Das ist nicht okay und das darf niemals jemand erfahren. Deswegen erzähle ich es auch hier im Podcast und nicht auf meinem YouTube-Kanal. Nein, aber was zur fucking Hölle war denn da los? Und mir war das so unangenehm. Ich habe direkt ein Fenster zugemacht, ich habe die ganze Nacht geschwitzt. So, und das war richtig unangenehm einfach. Oh, das war so schlimm. Und seitdem gucke ich kein ZDF-Info mehr. Grüße gehen raus. Lass uns mal ein Format produzieren. Vielleicht mal was Neues über Himmler oder so, Alter. Das kann ja echt nicht mehr wahr sein, Mann. Oh. Hast du die Goebbels Atlantis-Doku mal gesehen? Nein. Das ist so dumm. Der glaubte an Atlantis und wollte das suchen. Nein, der hat Leute losgeschickt, um das zu suchen. Nein. Doch. Mann, das ist so dumm. Nicht Goebbels, das war Himmler. Himmler hat die losgeschickt, nämlich. Oh. Ah, natürlich. Oh, Mann. Das ist aber ein Klassiker, Himmler. Das ist ein Klassiker. Ah, boah, ey, ohne Scheiß. Und dann hast du noch immer, ich möchte auch gar nicht über so politisch werden und, nee. Boah, sind das Idioten, das ist unfassbar. Oh, Alter, ey. Ey, können wir einen Internetführerschein einführen? Ich habe da letztes lange drüber nachgedacht, ne? Ich habe schon wieder von einem Familienmitglied, ohne Namen zu nennen, Ü50, Sachen geschickt bekommen, dass es fucking Außerirdische gibt und so. Und es ist inzwischen echt, ich gehe dann auf eine Seite von eine WordPress-Seite und dann habe ich eine Diskussion, dass das Fakten sind und das kannst du doch diesen Leuten nicht geben. Das wäre so, als wenn du uns, wenn wir 40 werden, eine Holographentechnologie geben kannst, wo du alles realistisch nachstellen kannst, ja. Und dann sagen wir, ja, das stimmt alles, was wir ja sehen. Ich sehe es ja. Nee, das ist aber, ja, das ist so ein bisschen wie bei meiner Oma, ne? Meine Oma hat jetzt vor ein paar Monaten, glaube ich, oder so, hat sie halt ein Smartphone bekommen mit WhatsApp, ja, drauf. Ja. Und ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht, mit meiner Oma mich per WhatsApp zu verbinden, aber letztens war irgendwie Geburtstag von Oma und meine Mutter schrieb, hier, schick ihr doch mal ein Foto. Und dann schicke ich meiner Oma halt ein Foto, wie wir da in London waren. Und meine Oma schreibt dann alles Caps, ne, alles Großbuchstaben. Mhm. Ich grüße dich, Sohn oder Enkel. So irgendwie ganz komisch. Und dann war ich schon so, okay.
Und einen Tag später kam dann sofort natürlich die WhatsApp, wenn du 10 Freunde hast, die auch gerne aber darüber weiterleben. Sind ja unsere Eltern schon hinaus. Die raffen ja das, aber dann einen Schritt weiter, das nächst Absurde, raffen die nicht. Und dann, das ist so gefährlich, weil die Leute alles entscheiden noch. So, weil die das nicht raffen. Ja, ist doch so. Weißt du, deine Eltern haben höchstwahrscheinlich in irgendeinem Proportionsbereich A, mehr Ahnung, oder B, können sie mehr entscheiden als du. Und die raffen den schmalen Grat nicht. Manche von euren Eltern bestimmt, aber nicht alle. Und das ist so gefährlich. Und deswegen haben wir diese Artikel 13-Scheiße jetzt, weil das alles so... Oh, Mann! Das kotzt mich so an. Ich hab so einen Rant gefahren in meinem Stream. Weißt du, das sind halt solche... So die Intention von sowas ist halt so, jo, dann sieht man, dann wird nichts mehr geklaut und meine Kinder sehen nicht mehr so krasse Scheiße, weil ja Filter überall vorgeschaltet sind. Was aber Barbara, die 60 ist, nicht rafft, ist, dass ihr Sohn Kevin auf dem Pausenhof schon mit 9 Jahren Gore-Videos von irgendwelchen amerikanischen Obdachlosen rumgeschickt hat, wo er seine Zähne ausgeprügelt hat. Wenn ihr wüsstet, was ich schon als Kind in der Schulzeit an Sachen gesehen habe, ich habe jetzt momentan, wenn ich Gore eingeben würde auf Google, eine harmlosere Zeit im Internet, als das damals war, als ich fucking irgendwie 11, 12 Jahre war. Ich habe da Sachen gesehen, ich habe da Sachen gemacht, Mann. Ey, das ist viel schlimmer als alles, als was da passieren wird. Ich hasse dieses System. Und das ist alles nur, weil Leute nicht raffen, wie irgendwas funktioniert da. Freddy, magst du noch einen Gin Tonic? Ich muss pissen. Ich weiß, können wir im Podcast pinkeln gehen? Du musst ja alleine doch, machen. Können wir. Ich habe so viel geredet, rede mal ein bisschen alleine. Geh mal, ich spiele ein Lied. Ich spiele ein Lied. Nicht nochmal Wonderwall. Nein, ich spiele jetzt nicht nochmal Wonderwall. Aber mach auch sonst was Cooles. Ach, soll ich was Cooles machen? Oder red mal ein bisschen, weil ich red dir so dazwischen. Letztes Mal ja, auch schon. Ich hab aber auch diesmal einfach nicht so viel zu sagen. Du hast eine ganze Liste voll. Ja, aber das ist alles altes Zeug. Mach mal Handys versus Zeitung. Ich hab da auch was zu mit der SPD, wenn wir schon dabei sind. Nee, das ist voll langweilig. Pinkeln. Ja, geh pinkeln, bitte. Ich hab Blasenschwäche, braucht sehr lange. Geh jetzt. Er geht kacken. Ich kenne das sehr gut, ne? Oh, ich brauche jetzt ein bisschen länger. Ich muss meine Blase, die funktioniert ganz langsam. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen länger. Ja, okay, ich gehe kacken, Mann, ist ja gut. Oh, ich glaube, er hat jemanden getroffen auf dem Flur. Ja, warte mal. Also was steht denn hier in der Liste? Hose runter, Fußballtraining. Oh, das ist eine Geschichte, die ist sehr persönlich. Wir haben hier übrigens, oh Kacke, wir haben keinen Popschutz drauf. Weil wir nebeneinander sitzen. Wenn ich jetzt direkt vor das Mikrofon fahre, poppt das die ganze Zeit. Jetzt muss ich doch wieder von der Seite ein bisschen reinreden. Na Leute, wie geht's euch so? Ist irgendwie so komisch, wenn man ihm nichts erzählen kann, dem Fredmann. Fredmann. Okay, dann erzähle ich jetzt diese Geschichte und er wird sie dann halt nicht wissen. Also ihr werdet sie wissen, aber er nicht. Weil er hört diesen Podcast niemals nochmal durch. Als ich klein war, habe ich mich nicht getraut, vielleicht habe ich es schon mal erzählt, ist egal, habe ich mich nicht getraut, zum Fußballtraining zu gehen, also überhaupt mich da einzutragen in so eine Mannschaft. Und dann, eines Tages habe ich es doch gemacht, okay, ich hab's gemacht, ich traue mich jetzt. Und dann hatten wir irgendwie 1-2 Mal die Woche Training, Grundschulzeit übrigens, Grundschulzeit. Ich kannte ein paar von den Leuten und ein paar fand ich gut, so 1-2 Leute fand ich immer so ein bisschen so komisch, die waren immer schon ein bisschen so die Draufgänger, so ein komische... So die Stressmacher, ne? Die wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch schon im Gefängnis sitzen oder tot sind, weil sie irgendwo abgestochen wurden. Aber in der Grundschule ist man halt zwar edgy, aber noch nicht so krass. Und dann stand ich da in der Reihe, gerade relativ frisch in dieser Mannschaft. Und dann redet der Trainer zu uns. Und dann rennt einer von diesen Krawallmachern, rennt dann zu mir hin und zieht meine Jogginghose einmal komplett runter. Und er rennt wieder weg. Und alle gucken mich an und lachen mich aus. Aus tiefstem Herzen. Ha. Und dann stand ich da. Ohne Hose. Vor der ganzen Mannschaft, vor dem Trainer. Und alle fanden es lustig. Auch der Trainer. Ich glaube auch der Trainer fand es sehr, sehr lustig. Und ich bin nicht mehr zum Training gegangen. Das ist auch irgendwie ausgeartet. Ich war nie wirklich gut. Und dann... Das ist ein Fredmann. Du hast eine krasse Story verpasst. Warst du kacken? Warum bist du so außer Atem? Ich saß noch nie, erstmal, hammergroße Wohnung. Puh. Ich saß noch nie mit meinem blanken Arsch auf Elfenbein. Oh. Wie gut läuft eigentlich Livestreaming? Wow. Ja. Alter. Ist krass, ne?
Hast du zwei blonde Frauen? Ich habe mich in der Tür vertan. Ja, ich. Jasmina schreit, soll ich dir ausrichten. Aber ich find's. Und von der anderen, die scheint Italienerin zu sein. Kabamba Megungo. Ja, aber was mich nervt, ist dieses Diamantzeug auf dem Klopapier, das tut auch ein bisschen weh. Ich weiß gar nicht, wer sich das ausmacht. Ja, aber es ist halt hart, es trägt ab. Ja, es trägt ab, aber ich finde es total albern. Was sollen denn Diamantstücke auf dem Toilettenpapier? Das verstehe ich gar nicht. Weißt du, was das Lustigste war, was ich gerade bei dir gesehen habe? Du hast ja diese Elfenbein-Badewanne, ne? Welche? Ja. Meinst du die erste, die, wenn du reinkommst, links? Nee, die, wenn man auf den Knopf drückt und sich dann ausfährt. Ja, ja. Da, wo der Typ dann sagt, hallo. Hallo. Und der damit rausfährt. Der ist abgemagert, gib dir mal was zu essen. Ja, was ist damit? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe einen guten Joke gehört die Woche. Wie geht der? Ich probiere mir gerade sinnlose Gags aufzuladen in meinem Hirn, damit ich die immer wieder bringen kann. Und mein jetziger Favorite war, ich hoffe, dein Pinguin stirbt in deiner Tomate. Fuck! Oh, jetzt habe ich ihn verkackt! Scheiße! Ich habe vorhin auch mal. Okay, warte. Ich hoffe, dein Pinguin stirbt in deiner Badewanne. Ich finde ihn so gut, einfach mittendrin. Wenn du machst jemanden an, weißt du, jemand muckt dich an, dann du blödes Arschloch, und dann sagst du, ich hoffe, dein Pinguin stirbt in deiner Badewanne! Ist gut, ne? Der schiebt. Aber wo kommt denn jetzt der Pinguin her? Keine Ahnung, das macht ja gar keinen Sinn. Also, das ist ein sinnloser Spruch, den du einfach jemand mal drücken kannst, aus dem Kontext so. Jemand sagt, du blödes Stück Scheiße, du hast mir gerade ein Bein gestellt. Ah, ich hoffe, dein Pinguin stirbt in deiner Badewanne. ist übrigens von Don Rickles. Ich gucke mir gerade viele Sachen von Don Rickles an und die sind einfach, und die ins Deutsche übersetzen, so gut. Oh Gott, wie lustig das ist. Wir hatten noch gerade über die Comedians gesprochen. Ja, und ich habe dir Don Rickles empfohlen. Ja, aber du hast auch von Tom Carr, wie hieß er? Jimmy Carr. War am 5.2. in Köln, ich kotze. Ich war wieder in Berlin. Du hast von dem erzählt, ich habe den schon mal vorher gesehen, aber der war mir nicht so wirklich bewusst. Hm. Einen Tag später gucken wir einen Film, so ein Episodenfilm. Ja. Und eine der Episoden hat Regie geführt. Jimmy Carr. Der macht unfassbar viel. Der ist so smart. So ein krasser Steuerhinterzieher auch, aber so smart. Caroline, ich bin auch sehr smart und ich bin Schauspieler. Also hast du jetzt die ganze Zeit, was hast du eigentlich gemacht in der Zeit? Ich habe eine Geschichte erzählt. Über? Aus meiner Jugend. Hä? Muss ich jetzt einen Podcast hören? Ja. Komm, sag jetzt. Nee, meine nicht. Minute. Kann ich schon mal aufschreiben. Nein, weil nicht. Wir sind gerade eben stehen geblieben bei was Omas mir geschickt. Das war das Letzte, was meine Oma mir geschickt hat. Kannst du ja mal kurz beschreiben, wenn du möchtest. Da ist ein Dino drauf, der guckt sehr überrascht. Und da links daneben ist so eine Senseo-Tasse mit Kaffee drin. Und dann steht da in Comic Sans oder Sans oder wie meinst du? Oh, du bist ja auch schon wach. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Oh, genau das Letzte, was meine Oma mir geschickt hat. Und davor waren es ihre Blumen, die vor ihrem Haus stehen. Aber du bist ja, die ist ja richtig aktiv. Meine Oma ist halt so pissed auf Technik. Die ist richtig sauer auf Technik. Die ist so, die schreit ihr Handy an, glaube ich. Deswegen schreibt sie auch in Caps. Genau. Ja, das Thema. Ja, wir hatten letztes Mal das Thema Atomraketen. Mhm. Und ich habe gesagt, einfach in die Sonne rein. Und dann hast du gesagt, geht nicht, weil dann die Sonne explodiert. Weil dann irgendwie was Schlimmes passiert und so. Da habe ich gesagt, Alter. Was uns die Leute alle davor geschrieben haben, nicht mal das würde passieren, ne? Das ist ja schon klar, ne? Jemand hat geschrieben, die explodieren vorher in der Atmosphäre, das verseucht die ganze Atmosphäre und wir verrecken in 2 Tagen. Und ich dachte mir so, Wie, die kommen gar nicht raus aus der Atmosphäre? Ach so. Nee, die explodieren vorher, weil der Druck zu groß wird für Atom irgendwas. Oh. Haben ein paar Leute geschrieben. Echt? Und dass dann die ganze Atmosphäre verseucht wird oder zersetzt wird und dass wir dann A, entweder alle ersticken, weil keine Atmosphäre mehr am Start ist oder so, oder B, die ganze Atmosphäre halt verseucht ist, also hochatomarisch verseucht ist und wir dadurch halt in wenigen Tagen alle absterben. Ja gut, aber der Kern der Sache ist, dass meine Sache ja gestimmt hat und zwar, du unterschätzt die Sonne, mein Freund! Ja, das stimmt. Weil in der Sonne tatsächlich minütlich irgendwie Kernfusion stattfindet. Kernfusion hat uns entflammt geschickt. Ich fand dieses Profil so toll. Von dem Physiker entflammt. Also er hat uns geschrieben, eine Atombombe, die Sonne überhaupt erreichen würde. Das ist der zweite, oder? Ja, das ist der zweite, genau. Die erste war, so, jetzt muss ich mal als angehender Physiker Physiklehrer, sehr sympathisch. Die waren immer die coolsten irgendwie, weil die können so Sachen anbrennen. Ja. Ein Kommentar zu 2 Tomate abgeben. Der Fischkopf hat absolut recht. In der Sonne wird minütlich Kernfusion betrieben. Warum kommen dann die Leute nicht mal hier hin und machen hier Kernfusion minütlich? Dann kriegen wir doch auch viel mehr Energie. Du meinst einfach die Sonne kurz herholen einfach. Nee, die Leute, die arbeiten in der Sonne. Im Inneren der Sonne. Ja, die das können ist auch meine herkommen. Verschwörungstheorie. Die könnten wir mal anrufen. Das sind die Sonnies. Ja, die können wir anrufen. Die kennen die Lorries gut. Die können
Lorry 1 und Lorry 2. So gegen Ende. Gegen Ende war der Podcast so. Genau, was normalerweise in Wasserstoffbomben passiert. Noch dazu wäre es wahrscheinlich viel zu heiß, dass eine Atombombe die Sonne überhaupt erreichen würde. Die würde vorher einfach schmelzen. Also, Ed Sturmwaffel, du unterschätzt die Sonne, mein Freund. Hast du vollkommen recht. Ich möchte kurz betonen, dieser junge Mann, der sich entflammt nennt auf Twitter, folgt mir nicht. Folgt also höchstwahrscheinlich dir. Kann ich mir vorstellen. Ich guck mal kurz, folge ich. Ja, folgt dir, ist einer deiner Zuschauer. Und jetzt noch wichtig, fand, er hat eine der besten Twitter-Beschreibungen, die ich jemals gesehen habe. Ja. Und zwar steht da, verhaltenskreativer Brandstifter mit Kalkül, top für einen Physiklehrer, ja. Komma, und jetzt kommt der Gag für mich, Christ. Okay. Komma, Wortwitzmeister. Und ich möchte das jetzt nicht machen, um ihn bloßzustellen. Ich finde die Beschreibung Hammer. Also wirklich, Gamer und Musikfanatiker. Aber ich fand einfach, verhaltenskreativer Brandstifter mit Kalkül. Ja. Komma Christ. Einfach geil. Und Christ. Ich zünde gerne Sachen an. Amen, Jesus. Moscheen oder Alter. So. Ja. Das hast du gesagt. Da habe ich nichts mit zu tun. Edgy. Edgy. Fand ich sehr lustig, muss ich sagen. Ja, danke. Grüße gehen raus. Aber wo wir bei Edgy sind, ich möchte es ganz kurz ansprechen. Eine gewisse Internetfirma hat ja einen Tweet beantwortet. Und zwar, nennen wir die Firma, weiß ich auch nicht. Da schrieb jemand, hey, Unity Media, mein Handy, mein ich will streamen heute, aber mein Internet geht nicht oder so. Suchst du gerade raus? Ich such's raus, ja. Er schrieb, mein Internet geht nicht, ich will heute streamen, bla bla bla. Unity Media, könnt ihr mir da helfen? Oder was sagt ihr dazu? Mm. Und darauf antwortete Unity Media, da hast du es. MyAir hat geschrieben, da will ich streamen und nichts geht mehr. Kann Unity Media Hilfe was dazu sagen? Sie antworten. Für wen möchtest du denn streamen, komischer Überleg-Smiley? Etwa für die 3 Follower, die du hast. Woraufhin ein unbeteiligter Dritter schrieb, und trotzdem hat @myr2 mit 3 Followern mehr zufriedene Endkonsumenten als ihr. Ja, ich will jetzt diesen Rant, ich will jetzt dieses Ranten dafür dagegen, gerade darf ich drauf nicht eingehen eigentlich, weil grundsätzlich dieses Internetproblem in Deutschland, die haben sich heute entschuldigt, liegt nicht, haben sie? Hm. Okay, aber es liegt halt nicht an den einzelnen Providern oft, sondern einfach wirklich an den Strukturen, die vorliegen. Manche Leute haben mit Unity Media ganz tolles Internet und mit Telekom scheiß Internet und andersrum. Es kommt immer darauf an, wo du wohnst und wie das Netz ausgebaut ist. Meistens liegt es nicht wir möchten uns bei der gesamten Streaming-Community für das gestrige Statement unseres Kollegen entschuldigen, dessen Äußerung unbedacht war und über das Ziel hinausgeschossen ist. Unser oberstes Anliegen ist es zu helfen und wir sind gerne bei Problemen für euch da, auch per Direktmessage. Ich hätte das Statement deutlich besser gefunden, wenn da gestanden hätte, wir möchten uns bei der gesamten Streaming-Community für das gestrige Statement unseres ehemaligen Kollegen entschuldigen. Nur dann hätte ich euch abgekauft. Also, es haben ja ein paar Leute tatsächlich geantwortet, ja, wieso, hier in Deutschland regt man sich darüber auf. In Deutschland regt man sich darüber auf. In Amerika kann jeder schreien, wie er will, aber in Deutschland regen sich alle auf. Ich verstehe ja, wenn man lustige, edgy Kommentare schreibt. Ja, und auch als Firmen, die machen das auch in Deutschland gut, aber das war halt einfach nicht lustig. Ja, aber das war halt einfach null lustig. Es war einfach purer Hate, ohne dieses kleine Augenzwinkern, wo man sich denkt, ja gut, jetzt hat man hier nochmal einen kleinen Spruch. Es war einfach nur dumm. Und auch noch dann die Grammatik, ne? Hast du es nochmal da? Ist egal. Ja, es war wirklich Schwachsinn. Als wäre jemand besoffen. Man kann es aber den Leuten irgendwie auch nicht verübeln, die da arbeiten. Wenn du den ganzen Tag mit Scheiß konfrontiert wirst und du sagen kannst, haben sie schon mal ein- und ausgesteckt und alle so, aber klappt jetzt wieder. Du kannst es den Leuten sehr gut verübeln. Du kannst es sehr, sehr gut verübeln. Ja. Weil da musst du schon entweder richtig besoffen sein, okay, oder dir ist die Welt scheißegal, dann soll sie jetzt brennen. Weil das ist wirklich, das rutscht dir auch nicht raus. Da weißt du ganz genau, was du da machst. Außer du kannst halt nicht gut schreiben, du kannst halt nicht so gut Deutsch, weil die Grammatik war halt echt.
Eine Stunde sind wir jetzt rein, ne? Ja, wir machen auch den Schluss. Wir haben zwei Kategorien, ne? Wir müssen gleich Schluss machen. Wir haben zwei Kategorien. Haben wir noch eine Kategorie? Weil wir sind jetzt bald bei einer Stunde, dann kannst du jetzt gut aufschreiben. Weil ich würde jetzt gerne mal das Dankeschön der Woche raushauen, wenn das gut für dich wäre. Ja. Ein großes Ja bitte danke, weil das ist das einzig Populäre an unserem Podcast. Okay, dann machen wir jetzt das. Oh! Ja, bitte danke. Ding. Ich hätte gar nicht Pause machen müssen, ne? Ist egal, wir können jetzt weitermachen. Ich bin mega besoffen gerade. Mein Dankeschön der Woche geht an... oh Gott, erstmal kurz ein bisschen Rotz hochziehen. Geht an... Oh, tut mir total leid. Das tut mir wirklich leid. Ich trinke okay. mal kurz aus meinem Bier eine Runde. Ist okay. Was ist das für ein Podcast heute? Ich weiß nicht, aber ich finde irgendwie geil. Das ist weird, Mann. Mein Dankeschön der Woche geht an eine einzige Person raus. Mein Zug, für den ich kurz vorher mein Zugticket bekommen habe, sollte irgendwie um 13 Uhr noch was fahren und ist ausgefallen aufgrund eines Personenunfalls. Höchstwahrscheinlich hat sich jemand vor die Bahn geschmissen. Hm. Das ist traurig. Mhm. Das ist mir noch nie passiert, dass mein Zug ausgefallen ist. Mhm. Und ich fahre auch schon sehr lange Bahn, weil ich Flugangst habe. Deswegen geht mein Dankeschön der Woche, als die Durchsage gekommen ist, alle gestressten Businessleute, inklusive meiner selbst, der sowieso schon eine Hasskappe ohne Ende hatte für diesen Berlin-Trip jetzt, am Gleis stand, ich in einer Jogginghose im kalten Köln dann gesagt habe, der nächste Zug kommt in einer Stunde, ich bleibe jetzt einfach hier sitzen und gehe nicht unten in das Café, weil keine Lust drauf gerade. Deswegen, wegen dieser Situation geht mein Dankeschön an den Dudelsackspieler, ein Gleis hinter mir, der eine Stunde konsequent Amazing Grace auf dem Dudelsack gespielt hat. Die, 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 die. Und dann auch, weißt du, so, als wenn, dann, wenn man das jetzt mit Dual-Vocals singen würde, ja. Dudelsack-like, wie so neun komische Hühner, die gleichzeitig machen. Und wirklich unaufhaltbar ist dieser Mann da durchgeprescht mit wirklich eisernem Willen, muss man ihm lassen. Wow. Also der ist einfach wow. Straight up, hat er da seine Möglichkeit gesehen und hat einfach gesagt, wisst ihr was, Leute, ich zieh's los durch. Geht's, und geht's. Auch als es vorbei war, das erste Mal, dachte ich mir, gut gespielt, Mann, gut gespielt. Hab mich umgedreht und er fing wieder an. Ohne Blickkontakt. Und ich dachte mir, wenn das passiert... Spätestens nach Song 3 auf seinem Album Amazing Grace höchstwahrscheinlich werde ich langsam mal den Schlussstrich ziehen. Weil es fuckt mich schon ab gerade. Hi, wir sind der komische Dudelsackspieler. Wenn ihr noch einen Songwunsch habt, dann sagt ihn jetzt. Was? Den gleichen Song nochmal? Okay, gerne. Ja, die Situation war halt auch so. Da hat jemand von zugeschmissen. Wirklich makaberer Humor, aber es hat schon... Oh Gott! Eine Stunde lang war dann aber doch ein bisschen too much. Dann war auch, ja. Oh Gott. Fuck, ey. Das ist nicht schön, das ist nicht schön. Hast du was? Ein großes Dankeschön? Ja, ich hatte gerade eben eins, was war denn das nochmal? Weil ich hab's mir aufgeschrieben, warte mal, ich hab's ja irgendwo... Ich kauf dir das immer ab, wenn ich nicht neben dir sitze, ne? Wenn ich dich jetzt aber nur mit einem Briefumschlag knistern sehe neben mir, dann wäre ich schon ziemlich pissig gerade, dass du wieder nichts vorbereitet hast. Ja, mein Dankeschön der Woche geht ans Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg. kannst du bitte mein Mauspad nicht vollbieren? Ich hab das nicht vollbiert. Du hast nur Finanzamt gesagt und ich habe jetzt so erwartet mit Ehre. 80.000 Euro haben die sich genommen. Ehre. Weißt du schon, dass das neue Ehre edel ist? Ich probiere das gerade durchzusetzen. Edel. Edelmann geht nämlich auch. Oh nein. Edel. Nee, ich hab keinen Bock darauf. Nee, lass uns das Thema nicht wieder aufmachen. Nee, das war ein Herr vom Finanzamt. Und ich bewerbe mich ja jetzt gerade für die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich bin ja gerade da in so einem Verfahren. Also, ja, Mastrovje. Gut. Und da braucht man ein Dokument, F40, bla bla bla, der Steuersache irgendwas. Also, da geht es um die Penisgröße. Ist einfach nur ein Dokument, wo du deine Penisgröße angeben musst und es muss vom Finanzamt getestet werden. Es ist einfach, zahlst du mehr Steuern. Nein, die stellen ja einfach so einen Zettel aus, wo drauf steht, keine Steuerschulden. So. Hat alles bezahlt, alles gut. Alles gut. Und dann ruft er mich an und so. Und ich bin natürlich nicht rangegangen, weil geschlafen. Und dann habe ich zurückgerufen, ist er nicht rangegangen, weil geschlafen. 16 Uhr halt. Weiß ich nicht, naja. Ja, Feierabend. Wirklich, 15 Uhr oder so.
Letztendlich kam dabei raus. Geschlafen. Er konnte mir. Finanzbeamter. Sorry, 15 Uhr stehe ich nicht auf. Ich arbeite beim Finanzamt. Ich habe ja so viele Tausende von Euros da in den letzten Monaten, allein in den letzten Monaten, darüber geschoben zu den Leuten. Und dann sagt er, ich kann Ihnen den leider nicht ausstellen, weil im vorletzten Quartal haben Sie noch 20,50 Euro offen. Das müssen Sie jetzt bitte begleichen, weil sonst geht das ja. Die haben halt so ein Einzugsding von mir, ne? Die können halt alles. Aber es ging alles super. Wenn ich was bezahlen muss, ist das alte Thema, ne? Sie müssen morgen zahlen oder es kommt Himmler zu Ihnen nach Hause und schickt Sie. Und sucht Atlantis. Und schickt Sie Atlantis suchen. Aber wenn du mal was willst. Wo ist der Arthur? Er sucht Atlantis. Seit einer Woche. Himmler hat wieder. Himmler war da. Finanzamt, ja. Ja, Finanzamt. Aber 20,50 Euro fehlen. Und das fällt ihm jetzt auf, weil es war schon von. Naja, auf jeden Fall, mein Dankeschön der Woche geht an diesen Herrn, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Danke sehr, dass Sie mich darauf hingewiesen haben. Ich habe die 20,50 Euro schon überwiesen. Ja. Und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Hast du dein Ding bekommen dann? Es kommt noch. Ich habe es vergessen oder vorgestern. Okay. Das Schlimme ist ja, dass dann der Termin ist ja egal. Ich habe Einwerfer. Nur noch Einwerfer, so zum Ende hin jetzt. Ja, mach mal aber hin jetzt. Ist schon über eine Stunde jetzt. Okay, reicht. Es reicht auch. Ich habe gerade einen witzigen Tweet gelesen. Dreh mal am Herd. Rückwärts heißt dreh mal am Herd. Krank, ne? Hier, ich habe es aufgeschrieben. Dreh mal am Herd. Dreh mal am Herd. Krass, ne? Dumm. Aber ich bin mir sicher, dass sich irgendeiner, der die Scheißsprache erfunden hat, mal Gedanken drüber gemacht hat. Das kann kein Zufall sein. Damit hat er angefangen. Ja. Damit hat er angefangen. Entschuldigung, können Sie eine neue Sprache machen? Ja, gerne. Moment. Dreh mal am Herd und dann heißt es. Und dann, okay, und darum dann Herd. Ich glaube, das ist das, wo man drauf kocht. Okay. Der erste Gedanke. Herd, das muss das sein, worauf man kocht. Das an, was ich als erstes denke, ey. Er ist schon direkt mit Cholesterinwert und Schnappatmung. Das muss das sein, auf dem man kocht. Kann man uns verfolgen oder sind wir schon zu weit abgedriftet ins Alkoholische? Wir haben jetzt gar nicht so viel getrunken. Können wir mal einen Alkohol-Podcast machen, wo wir uns richtig wegschütten und dann loslegen? Ich hätte schon Bock drauf. Ich hätte Bock. Dann noch eine allgemeine Frage, die aber auch an euch da draußen rausgeht, vielleicht auch an dich. Du bist tätowiert. Ja. Du hast Flugzeuge. Ja. 3 Stück. Ja. Willst du über eine Bedeutung darüber reden oder nicht so? Habe ich, glaube ich, schon mal. Das war aber mit mir noch nicht. Ich habe dich mal gefragt. Ja, ich glaube schon. Du meintest, du heute nicht, dauert zu lange. Ja, nee, das ist, die Kurzfassung ist... Ich kann das auch verstehen, weil ich gesagt habe, wir sind in der Waschstraße, 50 Sekunden, go. Und du hast gesagt, was? Das dauert zu lange, keine Lust. Hä, Waschstraße? Kurzversion ist, wir waren in der Band und auf der CD hinten ganz klein war das eine Deko. Also einfach nur dekorieren. Ich kenne auch deine Band-CD. Damals, nee, es war eine andere. Und, 3 Airplanes. Das hatte damals irgendwie so eine Bedeutung... Halbpolitisch. Nee, und unser Sänger hat sich das dann tätowieren lassen und dann alle anderen Bandmitglieder auch. Und ich dann erst 10 Jahre später, aber jetzt haben alle 4 ehemaligen Bandmitglieder dieses Ding es erinnert so ein bisschen an diese wilde Zeit, an die Bandzeit, an die Zeit dann, damals, noch in der Schulzeit. Für deinen Lebensunterhalt, ne? Wilde Zeit ist noch nicht vorbei. Doch, die wilde Zeit ist vorbei. Wenn du wüsstest, Freddy, was wir da. Oh, das machen wir mal in der Alkoholfolge. Die müssen wir aber auch ganz früh aufnehmen, damit wir 7 Tage schneiden können. Für alles, was da passiert. Okay, dann für dich eine Frage als Tätowierter hier im Raum. Ich bin ja nicht tätowiert. Ja. Ich wäre gerne, aber hab noch nicht. Ja. Vielleicht auch für euch da draußen, wenn ihr stark tätowiert seid. Habt ihr eine Idee für ein Tattoo? Ich hänge die ganze Zeit bei einem Nilpferd, aber ich komme nicht drüber weg. Ich habe irgendwie Bock auf ein Nilpferd. Yeah. Und wenn ich meine Wette verliere, sage ich, ich mache Nilpferd, auch Gesicht. Ins Gesicht. Gibt's gute Bauchtattoos? nein. Weil irgendwann... Ernst gemeinte Frage. Gibt es gute Bauchtattoos? Nein. Ich habe letztens wieder Taddle, allgemein bekannt in der YouTube-Szene gesehen. Und der hat auch irgendein Datum draufgeschrieben oder so. Auf dem Bauch? Ja. Und wo denn da? Ja, mit drauf über dem Bauchnabel. Ja, aber ich meine, Taddle ist auch so ein Typ, der ist ja auch so schmal. Ich meine, guck mal, bei mir... Vegan heißt das. Ja, lol. Nee, aber das dehnt sich ja manchmal oder wird größer oder kleiner. So. Deswegen mache ich auch nie was hier auf meinem Bizeps, weil der mal so größer wird, alle 2
Tage. Ist das durch deinen Power Energy Boost Placement, den du im Livestream immer trinkst, oder? Dein Power Energy Placement Boost ist mega gut. Power Energy Placement Boost. Das ist ein Placement für Power Energy Placement Boost. Der Energy, der nur verkauft wird über Placements. Placement Boost. Ja, Werbung. Aber gibt's das? Könnte vielleicht jemand sonst mal unter dem Hashtag #2Tomate einmal ein geiles Bauchtattoo reinschicken? Wie kommst du denn jetzt auf Aber bitte jetzt nicht so sowas, wo dann der Bauchnabel der Anus ist, weil davon gibt es ganz viele Tattoos. Ja, weißt diese Katze, die dann. Ja, genau. Das ist der haha, witzig. Aha. 10 Jahre alt. Irgendein geiles, also wirklich gut aussehendes Bauchtattoo. 50 Jahre alt. Du musst dir ein Arschgeweih auf dem Bauch machen. Ich verstehe halt nicht, warum da die Kreativität aufhört. Weißt du, Arm ist immer so, das sind die Ach, Tattoos, komm, die ich über Jahre gesammelt habe. Ja, aber jetzt nenn mir mal... Natürlich gibt's Bauchtattoos, die... Ist doch scheißegal. Ja, aber was denn? Ist doch scheißegal, was da jetzt, wo das drauf ist. Ja, was steht da? Gib mal kurz Bauchtattoo bei Google ein. Wenn ja, wir ein gutes finden, wenn dann... Wenn du jetzt auf deinen Arm eine Eule raufmachst, das steht für ja, meine... Ja, aber du hast doch nicht auf dem Bauch eine Eule. Du kannst die Eule doch auch auf dem Bauch machen. Du kannst keine Baucheule haben. Natürlich kannst du eine Baucheule haben. Ja, was ist deine Aussage dann darüber, wenn dich jemand fragt, du zieh... Erstes Date. So, natürlich wie heute, man fickt. So, T-Shirt aus und sie sagt, geile Eule. Und du sagst, ja. Und sie so, warum ist denn die auf dem Bauch? Und dann sagst du was? Ja, aber warum ist sie denn besser auf dem Arm? Das Gespräch kommt gar nicht erst zustande auf dem Arm. Auf deinem Arm finde ich ganz gut, weil die steht für Schlauheit und so. Ja, genau. Aber auf dem Bauch verstehe ich ja überhaupt nicht. Was soll denn die Eule? Ja, eine Eule geht doch nicht durch den Magen. Aber doch auch nicht durch die Hand, Armmuskeln. Nein, aber da redest du dann schon drüber, weil Bauch ist so eine intime Situation. Wen lässt du an deinem Bauch ran? Kinder, Großeltern, Mama vielleicht, wenn sie lustig drauf pustet, wenn du schlecht drauf bist. Gehe ich bauchfrei Basketball spielen. Okay. Hast du mal Friendly Fire geguckt? Wem zeigst du deinen Bauch? Ernst gemeinte Frage. Vielen. Ich habe es 80.000 Leuten gezeigt, meinen Bauch letztens. Bist du bescheuert? Weißt du, was Bauch für eine intime Stelle ist? Bauch kommt vor Schwanz bei mir, ne? Geht so. Was? Ja. Was ist denn mit dir? Ich bin sehr alt. Du hast echt Problem. Also erstmal das mit Ich habe kein Problem mit meinem Penis, aber ich habe ein Problem mit meinem Bauch. Das ist schlimm. Ja. Das ist schlimm. Puh, ich wünsche dir echt alles Gute, ne? Danke. Also gute Genesung auch. Dass man das mit dem Bauch irgendwie hinkriegt. Dass man das auch irgendwann mal hängt. Ich habe auch keine Ahnung, was man da machen könnte. Jetzt ist vor allem, das Hashtag ist jetzt voller Bäuche. Danke sehr. Hashtag Bauch. Hashtag Bauch. Wir hören jetzt auf. Du brauchst gar nicht jetzt nach Themen suchen da. Ich habe nur noch eine Frage an dich. Ja, bitte. Danke. Haben wir das eigentlich beendet? Irgendwann, ne? Ach so, scheiße. Wollen wir es jetzt beenden, schnell? Oh. Ja, bitte, danke. Ja, das mach irgendwann dazwischen. Das ist beendet worden schon. Wir wissen das. Such das nicht. Mach das jetzt. Das war die letzte Rubrik. Wir geben auch gar keinen Fick mehr. So, Bier. So. Du hast ja Bier. Ich hab kein Bier. So, okay. Ich habe nur noch eine Frage zum Ausgehen. Ja. Ich habe viele Fragen. Ich bin jünger als du. Ja. Du musst mir viele Sachen noch fragen. Ich kann dir helfen. Mir wurde, genauso wie mein Zugticket, und das wird sehr interessant, nächste Folge, nicht nur, weil wir dann höchstwahrscheinlich das Internet nicht mehr haben, aber auch nächste Folge sehr interessant, was hierbei rauskommt. Ich sag dir das jetzt mal. Mir wurde sowohl mein Zugticket als auch mein Hotelzimmer nicht gebucht und es wurde sich nur mit Kelly darüber unterhalten, in welches Hotel die geht. Ich habe die letzten 2 Drehblöcke hier in Berlin richtig scheiße geschlafen und es ist keiner mal auf die Idee gekommen, auch mich zu fragen, in welches Hotel ich möchte. Und natürlich wurde vergessen, dass Berlinale in der Stadt ist. Das heißt, wir hätten irgendein Ranzhotel außerhalb kriegen müssen. Kelly hat dann geheult in einem Telefonat und deswegen haben wir ein einigermaßen passables bekommen, aber am gleichen Tag der Anreise, ein paar Stunden vorher, und weil ja niemand mit mir geredet hat oder mir mal Sachen geschickt hat, habe ich mir halt einfach selber mein Hotelzimmer gebucht. Stimmt, hast du weh. Weißt du, was ich mir gebucht habe? Eine Junior Suite. Und weißt du, also ich wollte dieses Thema thematisieren und habe es mir aufgeschrieben. Und jetzt guck mal bitte, wie ich ernsthaft probiert habe, das hier aufzuschreiben, weil ich nicht weiß, wie man Suite schreibt. Weil, was ist die Frage? Nee. Du weißt nicht, wie man Suite schreibt. Das ist ein bisschen lustig. Hey, wo ist denn das? Ist weg. Hey, das ist wirklich weg. Da, ich habe es gesehen. Hier. Da. Da. Guck mal. Ich habe eine Suite gebucht. Und dann habe ich das geschrieben. S-W-E-E-T. Ja. Also wie süß. Ja. Und dann habe ich Squid geschrieben. Squid? Und dann habe ich es nochmal probiert mit S-U-I-T-E. Wie schreibt man es? S-U-T-E. S-U-I-T-E. Ich habe 3 Optionen aufgeschrieben. Einmal S-W-E-E-T. Das ist natürlich falsch. Das heißt Zucker oder süß auf Englisch. Süß heißt das. Das heißt süß. Und dann habe ich S-Q-U-I-T-E aufgeschrieben. Und dann habe ich S-U-U-I-T-E aufgeschrieben.
Junior Suite, das ist ein kleines afroamerikanisches Mädchen, was an der Hand gehalten wird. Das ist was anderes. Ja, Suite, S-U-I-T-E, wusste ich. Nee, hätte ich jetzt auch anders geschrieben. Ja, ich habe das auch nicht verdient, ne? Wenn jemand sowas nicht mal weiß. Dann solltest du dann auch nicht wohnen. Nee. Okay, und die ist jetzt leer geblieben, weil du hast dann doch ein anderes Zimmer bekommen und es hat 1600 Euro gekostet. Und nee, das hat schon seinen Preis gekostet, aber ich habe halt nicht eingecheckt. Ja. Und ich gebe dir jetzt dann die Rechnung danach, wenn ich weggehe. Und so geht der Kreis zu. So fängt es an mit deiner Produktion und so hört es auf mit deiner Produktion. Ja, schade drum. Schade. Schade, dass es nicht anders gelaufen ist. Aber wir alle drücken dem Freddy die Daumen, dass es ihm bald besser geht. Auch sein Bauchding, das macht mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen. Ich meine, ich habe immer an deinem dritten Nippel gesaugt. Das fandst du jetzt nicht schlimm. Aber weiter unten fändest du jetzt ein Problem. Da kommt wirklich Honig raus. Nächste Folge werde ich sehr viel erzählen. Diese Folge habe ich nicht so viel erzählt. Und letzte Folge auch schon nicht, das tut mir so leid. Naja, letzte Folge. Ich habe ich eingeladen. Zumindest. Ja, das wird schon. Du musst einfach nächste Folge darfst nur Ja oder Nein sagen. Finde ich gut. Ich trinke auch dann einfach was. Freddy, hattest du schon mal einen Dreier? Nein, mach ich. Nein, ja, nein. Mama, wenn du zuhörst. Ja. Na, ja. Ich nein, Mama, gesagt, nein. Du sollst leiser sprechen. Das Fenster ist immer noch auf. Macht es gut, Leute. Macht es gut. Macht euch einen schönen Abend. Fühlt euch eingerieben. Einen schönen Abend. Fühlt euch eingerieben. Ganz in Ruhe alles. Wir müssen ja auch erstmal wieder zurechtkommen. Ich gehe saufen. In 20 Minuten ist die Bar offen, die wir angemietet haben für alle Leute. Ja, ich habe mich auch eingeladen. Du hast mich eingeladen, aber ich muss heute streamen. Und morgen ist ja Red Carpet. Da müssen wir leider. Also da muss ich fit sein. Ich sehe Caroline nochmal. Du siehst Caroline nochmal, ja. Und dann weißt du, was ich da mache? Morgen total verkadert dann. Weißt du, was ich da mache? Was denn? Was machst du denn? Ich küsse meine Hand. Ich küsse meine Hand. Ich küsse deine Augen. Schöne, ey, voila, komm rüber. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Macht euch einen schönen Abend. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Hört, wollte ich gerade sagen. Das waren Freddy und Arti von Zweite Mate Podcast. Und jetzt das wunderbare Auto von der gewissen Frau Loft. Tschüss. Hey Leute, wenn ihr den Zwei-Tomate-Podcast genauso cool findet wie ich, dann erzählt doch gerne euren Freunden davon. Okay, war das so gut? Ich weiß nicht. Können wir da... Vielleicht mehr Pimmel?